So, und weiter geht's. So, Cypher braucht noch Sumpfkrautstängel. Hab ich überhaupt noch? Sumpfkraut hab ich. Vielleicht kann ich an einem Alchemietisch Dingsbums was machen. Hallo. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Welche der Söldner gehört? Es sind sechs Männer. Zum einen Silvio selbst. Und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Wie viele von sie? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Okay. Wie viele von Silvio? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Gut. Weiter. Ich erwarte, dass du es mit... So. Rott noch, das ist eigentlich schade, weil Rott eigentlich ein ganz cooler Typ ist. Cypher, dann, wo ist denn Rott? Das war doch klar. Meine Meinung will ja keiner hören. So, ich probiere es einfach mal. Ich werde dir wohl mal Manieren beibringen müssen, oder? Versuch's doch mal. Die hauen sich. Ja, so ist gut. Meine Meinung will ja keiner hören. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Na, mach schon. Ja, so ist gut. Na, mach schon. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Kluges Kerl. Was haben wir denn hier? Nee, der hat nix. Passt schon. Boah, das war echt knapp, Leute. Das war knapp, aber wenigstens konnte ich dem einen noch mal ein bisschen, beeindrucken. Ach, versuch das ja nicht noch mal. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Ja, beruhig dich. Wie sie seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt.
Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Gut, alles klar. Dann gehe ich aber nochmal pennen. Am besten bis zum nächsten Morgen. Das vertreibt Kummer und Sorgen. Und ich kann mir borgen ein Bett. Das wäre nett. Ich bin zwar nicht fett, aber geschlafen habe ich wie auf einem Brett. Gut, ist egal. Jarvis. Wie viele von... Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Gut, das hat schon mal gepasst. Ich will jetzt nur die Söldner noch beeindrucken. Und dann... Jo. Bauer, Bauer, Bauer. Die normalen Bauern haben alle nichts zu sagen. Das ist Silvio und seine Jungs, die kann ich vergessen. Wolf, was ist denn los? Bleib mal chillig. Ungeschmeidig. Tekla. Was machst du hier in meiner Küche? Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Meine Meinung kennst du. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Mich fragt ja keiner. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst ihn nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Das ist eigentlich schade, weil mit der Tekla kann man nämlich auch ein paar Aufgaben für die erledigen. Und dann kriegt man nämlich gut Dingsbums. So, jetzt muss ich nur noch mit Sentenza sprechen. Ich kann aber mal gucken, ob ich Sumpfkrautstängel drehen kann. Habe ich eigentlich Laborwasserflaschen? Ich glaube nicht, dass ich die dafür brauche. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nochmal zurück zu Sagitta und schau mal, ob ich dort was machen kann. Ich brauche mindestens 10 Stängel. Wenn ich mich recht entsinnere, brauche ich 2 Kräuter, also 2 Einheiten von der Krautpflanze für Dingsbums für einen Stängel. Das sollte ausreichen, wenn ich das überhaupt kann. Es kann auch sein, dass mir das erst jemand erst beibringen muss, aber ich glaube nicht. Oh je, der Schattenläufer ist wach. Nee, ist er nicht. Okay. Ja, den Schattenläufer, um den kümmere ich mich später noch. Keine Angst. Aber erstmal brauche ich eine bessere Rüstung. Warte mal, ich könnte eigentlich mal speichern. Es ist ja wieder ein neuer Tag. Man kann nämlich einmal pro Tag kann man nämlich an so einem Innos-Schrein beten. Wenn du 100 Goldstücke spendest, gibt er dir Stärke oder Geschick. Aber das geht natürlich nicht unendlich. Irgendwann hört das, glaube ich, auf und er schenkt dir entweder Mana oder Leben. Das geht auch nur bis zum Intervall. Stärke, super. Ich
Ich glaube, 30 Stärke kannst du insgesamt an so einem Schrein kriegen, genauso wie Geschicklichkeit. 49. Wir können schon bald ein neues Schwert fassen. Ich glaube aber, der Wolfszahn... Kriegskeule, Paladinschwert, Kriegskeule, ja. So, die haben ja schon ausgeplündert. Tabak mischen und Stängel drehen. So. Wir haben 12 Laborwasserflaschen und wir haben 5 Sumpfkraut. Ein Sumpfkraut und eine Laborwasserflasche, okay. 10 Stück brauchen wir für Cypher. Okay, Hammer, super, wunderbar. Hat geklappt. Juppai di und juppai do. Das hat geklappt und es macht mich froh. So. 35,5. So, Pi mal Daumen. Der Schattenläufer, immer schön. Vorbei, warte mal, kann ich, habe ich nicht noch irgendwo Snapperkraut rumfliegen? Snapperkraut hier. Später als Alchemist können wir auch mit dem Snapperkraut einen Trank der Geschwindigkeit machen. Und da haben wir nicht nur 15 Sekunden diesen Sprint, sondern 3 Minuten. Aber der kostet, glaube ich, auch relativ... Nee, es geht eigentlich, glaube ich. Naja. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Man darf halt nicht alles glauben, was man mehr, was ich glauben soll. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Wegen des... Es war doch seine Entscheidung. Hier hast du ein paar... Ach, du... Meine Stimme gehört... So, speichern. Jetzt will ich erstmal speichern, bevor ich Söldner werde. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Er hat auf die falschen Leute gesucht. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rod hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Basta meinte, du wärst... Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl... Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht... Meine Stimme hast du... Und du hast einige Fähre, du... Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Geh zu Lee, er wird dir alles... Gut, ich will aber noch nicht den Söldnern beitreten. Ich will nur kurz davor sein. Vielleicht kriege ich ja die XP, ohne dass ich mich den Söldnern anschließen muss. Ich bin bereit, mich... Dann hast du die Probe? Ja. Das ist gut. Was sagen die an? Die meisten sind... Gut. Dann geh jetzt über deinen So... Gut. Ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich jetzt hier nichts mehr machen kann. Oder bin ich schon... Ich bin noch gildenlos. Okay, super. Ist gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt kann ich eigentlich zurück in die Stadt gehen. Obwohl, ich würde ja gerne nochmal, bevor ich in der Stadt weitermache, eins auf Stärke setzen. Dass ich zumindest eine neue Waffe tragen kann. Da oben bei denen kann ich noch was machen. Ist die Frage. Ist die Frage, ob ich das schon will. Hm.
Nee, ich müsste jetzt eigentlich weiter in der wieder zurück in die Stadt. Obwohl ich eine Sache noch... probieren möchte. Aber nee, komm, ist egal, das mache ich später. Komm, ist egal, ist wurscht. Ich will jetzt erstmal hier langsam weitermachen. Ich guck mal, der bringt mir bestimmt noch eins für Stärke bei. Hey! Zeig mir, wenn du... Das war doch schon vorher klar. Das hätte er auch selbst wissen können. So. Wir haben jetzt 50 Stärke. Ich denke mal, das ist okay. Was haben wir hier? 60. Nee. Wir könnten natürlich das nächste Schwert benutzen. 5 Lernpunkte. Armbrustschützen, Magie, Lebensenergie, Einhandkampf. Ich glaube, das gibt 3 Einhandkampf dazu. Stärke, oje, Mini. Ich weiß echt nicht, ob ich das schon machen soll. Heilwurzel, Sumpfkraut, Heilwurzel. Coole Sache. Ich glaube, ich hätte der Sagitta gar nicht diese Stängel abkaufen müssen. Die hätte ich, glaube ich, alle selbst machen können. Aber ich habe nicht so viel Laborwasserflaschen. Kohle habe ich aber genug. Jo. Dann will ich erst nochmal zum Kloster gehen. Obwohl, da muss ich ja sowieso hin. So. Goblinbeeren. Natürlich alles nicht schlecht. Lass mich mal kurz überlegen. Ja gut, an die Tafeln komme ich sowieso noch nicht ran. Von daher macht das alles nichts. War ich hier hinten schon? Ich glaube schon, ja. Hier habe ich das auch schon alles geplündert, stimmt ja. Genau. So, ich könnte entweder jetzt zur Stadt gehen, könnte gucken, ob ich da noch irgendwas weitermachen kann. Oder aber... Ich könnte hinter Akis Hof nochmal weiterschauen. Hey! Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich... Ja, passt schon. Alles gut, Akil. Oh, Kati! Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen. Super. Das machst du brav, Mädchen. So ist eine anständige Frau, die achtet auf, muss auf ihren Mann achten. Dass er ja keine Dummheiten macht. So sind die Männer nun mal. Die machen ganz gerne Blödsinn. Ich wollte Dummheiten sagen. Und schon wieder Goblinbären. Was ist denn hier los? Normalerweise finde ich nicht so viele. Vielleicht habe ich noch nicht so gesucht. Feldräuber sind kein Problem. Sumpfkraut, yay. Warte mal, wie viele Pfeile habe ich denn jetzt eigentlich? 10 Stärkepunkte zu wenig.
Ist doch gut. Komm her. Ich muss dringend Einhandkampf ein bisschen lernen. Sonst bringt mir das alles gar nichts. Hat aber gewirkt. Na komm her. Super, ein bisschen Fleisch kann ich essen. Die Tränke hebe ich mir jetzt wirklich auf. Reine Lebensenergie ist natürlich sehr geil. Immer schön bis zum Schluss aufheben. Reines Mana auch. Wo habe ich das denn her? Das aus dieser aus ich glaube das habe ich von der Sagitta stibitzt. Ja, die Dinger sind natürlich sehr sehr geil. Ja, die habe ich noch nicht aufgeräumt. Alter, seit wann habe ich denn so Probleme mit Ratten? Gut. Na, Scavenger. Guck mich nicht so an. Hier ist noch ein Scavenger. Komm her, komm her. Ja, hör auf so rumzuschreien. Du wächst alle noch. Wir sind noch alle am Schlafen. So, mach Sitz. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Oh, da ist noch ein Wolf. Na komm her. Ah, schöner Crit. Crit und tschüss. Blauflieder. 800 Wunden, schwere Wunden heilen. 800 Leben ist natürlich viel. So viel brauche ich noch gar nicht. Oh, ich finde es schade, dass man nur so wenig Kronstöckel hat. 3 habe ich aktuell. Das ist nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Kannst sie aber auch echt nicht herstellen oder so. Es ist sehr nervig. So, ich werde jetzt hier speichern und dann mal gucken, was in der Höhle so zu finden ist. Ich habe noch 7 Pfeile. Das sieht nach einer Höhle für Menschen aus. Jetzt bist du dran. Ja. Ah, der Bandit ist ein bisschen hart. Aber zum Glück konnte ich seinen ersten Schlag aus irgendeinem Grund. Jo, hat geklappt. Mittlerweile kriegen wir es gut hin. Also das so ein bisschen auf Stärke aus war okay. Da ist nichts zu holen.
War gar nicht verkehrt. Ich denke mal, aber wir haben jetzt genug Schafsfell. Kannst du mal sehen, die haben den Bauer Akil um seine Schafe betrogen. Die haben bestimmt dem Akil hier irgendwie scharf gemopst, diese Drecksäcke. So, ich habe da einen besonderen Hering gefunden. Seltsam aussehender Fisch. Irgendwas stimmt mit diesem Fisch nicht. Sieht aus, als ob er zugenäht wäre. Was haben wir bekommen? Ein Fisch in einem Zettel versteckt. Interessant. Nachricht. Haltet alle Männer auf. Das kennen wir ja schon. Stinkender Zettel. Dieser Zettel war in einem Fisch versteckt. Haltet euch hinten. Haltet euren Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Interessant. Könnte man natürlich an die Miliz verkaufen. Diesen bösen, bösen Halvor. Aber ich glaube, der macht uns auch ein interessantes Angebot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gestehen, ich möchte in die Diebesgilde. Und das ist auch der Grund, warum ich versuche, allen Leuten zu helfen, die so ein bisschen was Grummes am Dingsbums haben. Die so ein bisschen... Ich da gerade eine Ork-Elite... Oh, Ork-Elite, das kannst du vergessen. Ne. Ich habe... Ich werde so schon Probleme mit einem Ork haben, aber mit einer Ork-Elite und einem Wagen oder Warg, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Das kann sie mal schön vergessen. Keiler ist noch in Ordnung. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, gut. Na komm hier. Oder war das nicht mir gegönnt? Nee, okay. Ist hier sonst noch was? Warg, Wolf, Mole Rat, das ist alles noch in Ordnung. Noch halten sich die Monster hier in Grenzen. Oh, die dreckige fette Ratte. Geh mir nicht auf den Sack. Dann. Und du schwabbel auch nicht. Ich glaube, der Wald... Mensch, dafür, dass du so einen Stress machst, hältst du aber nichts aus. Heilwurzel. So. Hier kann alles wirklich... Nee, Goblin-Skelett, Schattenläufer, kannst vergessen. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Weiter rein darf ich nicht. Zum Glück hat mich das Goblin-Skelett nicht erwischt. Eine Drachenwurzel, ist klar. Hoffentlich kriege ich auch genug Goblin-Kronstücke. Wie viele Drachenwurzeln habe ich denn? 5. Ich habe aber nur ein Kronstückel. 3. Also wenn du eine Drachenwurzel isst, kriegst du einen Stärke dazu. Das ist klar. Allerdings, wenn du aus den Drachenwurzeln Elixier der Stärke machst, kriegst du 3 Stärke dazu. Kostet aber eine Laborwasserflasche. Entweder jemand, der dir das braut, das Zeug.
Oder aber jemand. Oder du brauchst das selbst. Dafür musst du aber diesen Trank herstellen können. Das wäre natürlich ganz geil. 3 Kronstrickel hätte ich. Das bedeutet, wenn mir jemand diesen Trank der Stärke beibringt. Ich glaube, der kostet 20 Lernpunkte. Das ist natürlich auch eine Menge. Und wir brauchen noch 20 Lernpunkte um Dingsbums. Um die letzte Sprache. Warte mal, ich habe die Banditen besiegt. Hat er nicht irgendwas erzählt davon? Ich glaube, wir können dem Akil jetzt ein bisschen Gold abknöpfen oder ein paar XP. Also ein bisschen Erfahrung, weil wir die Banditen platt gemacht haben. Hast du deine Frau von der Bank vertrieben? Nee. Ich muss gehen. Mach's gut. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in die Stadt und guck, ob ich da noch irgendwas machen kann. Ich will jetzt erstmal zu Konstantin. Und ich brauche wieder Geld. Ich mache das so. Ich werde, weil ich das Fell des schwarzen Trolls brauche ich noch für Raul. Der spricht uns nämlich, wenn wir einer Gemeinschaft angehören, spricht er uns an, sagt, ja, wir sind voller Betrüger und Pipapo und hast du nicht gesehen und kackt noch ins Hemd. Und dementsprechend macht er uns das Leben zur Hölle. Hier haben wir schon alles abgegrast. Ich würde gerne hier rechts in die... zu den Teleportern gehen, hier in die Höhle rein, aber da wartet ein Ork-Krieger auf mich und ich glaube nicht, dass ich den schon besiege. Deswegen warte ich da noch ein bisschen. Und wenn wir... warte mal, was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Wenn ich allerdings als... zu meinem Jägermeister, zu meinem Jagdlehrer gehe. Bin ja immer noch Jagdlehrer, bin immer noch Jäger. Kauft er mir unweigerlich alle Felle ab. Er gibt mir zwar viel Geld dafür, aber er verlangt mehr, wenn ich dem die abkaufe. Und deswegen werde ich das Fell des schwarzen Trolls werde ich ablegen vorm Laden, so dass ich mir das wieder aufheben kann, ohne hier irgendwie, wenn ich das jetzt im Laden irgendwie rumschmeiße und aufhebe, dann gelte ich als Dieb. Deswegen werde ich das vorm Laden ablegen, meine Felle verkaufen, dass ich Geld habe, weil der Raul möchte das nämlich haben, das Fell des schwarzen Trolls später, und das wird nämlich ein richtig gutes Geschäft. Fell eines schwarzen Trolls, okay. Wo hast du dich schon? Ich brauche neue. Ja, ja, hier. Ich hab. Keilerfell sagt da nichts, keine Ahnung warum. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa. Nee, das habe ich vom Banditen geklaut. Auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir. Da bist du ja. Ich bräuchte ein paar Pfeile. Ja, 50 Pfeile, das geht schon. Dafür gibt er uns 750, aber ich möchte, wie gesagt, das möchte ich lieber jemand anderem geben. Hubert, was hast du denn noch? Naja, Bauernaufstand kennen wir schon alle. Was weißt du über ohne Söldner? Zeig mir deine Ware. Was nichts Besonderes. Gut. Nee, wir können jetzt hingehen, dann schnauzen die uns an, ja, von wegen, wir hätten da nichts zu suchen und so weiter und so fort. Dann könnten wir, wenn wir jetzt Söldner wären, dann würden die uns auch durchlassen, würden aber auch so patzig sein. Wenn wir jetzt Paladin wären, würden die zu uns sagen, ja, du kannst durch, bist gar nicht so ein schlechter Kerl. Und dann stellen die sich uns im Weg, wenn wir Feuermagier sind, wir kommen als Feuermagier da auch rein. Und dann machen wir die richtig platt und dann lecken die uns brutalst die Stiefel. Jetzt will ich aber zu Konstantino.
Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ja, habe ich. Und du lebst noch? Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich denke, ich kann dir... Yes, Elixier der Stärke. Geil, Elixier der Heilung. Nehme ich auch. Elixier der Heilung herzustellen. Du brauchst Heilwurzeln und Feldknöterich. Sei diesmal beim Erhitzen besser. Elixier der Heilung. Ist das nicht das hier? Mana-Elixier. Elixier der Heilung, das ist das hier. Also wir können das jetzt, glaube ich, machen. Das und das. Genauso wie hier. Aber das können wir noch nicht. Reine Lebensenergie. Wir brauchen 20 Lernpunkte, um Elixier der Stärke zu lernen. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Da möchte ich rausholen, was geht. Mal gucken, ob der irgendwas zu verkaufen hat. Weil ich meine, wir haben ja jetzt wieder 1600 Gold. Zeig. Goblinbeere. Snapper Kronstöckel. Nehme ich mit. Drachenwurzel. Nehme ich mit. Goblinbeere. Nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Ist mir egal. Was können wir denn herstellen? Zurück. Spezielle Tränke. Können wir noch nichts machen. Heilwurzel, Feldknöterich, Heilkräuter. Nee, brauchen wir noch nicht. Gut, super. Das hat doch schon mal funktioniert. Ich versuche jetzt bei den Magiern aufgenommen zu werden. Weißt du, warum die... Das weiß keiner so genau. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Wegen der verschwundenen Leute. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Bisher sind alle völlig... Okay. Ist die Sache... Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. So... Ich brauche... Und was genau? Wie wär's mit einer besseren Rüstung? Ich glaube, Matteo verkauft Rüstungen. Aber er will... Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem... Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist... Geh zu... Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager... Ja, habe ich schon. Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Gut. Dichten Wald im Osten. Meine Meinung kennst du ja schon. So weit will ich noch nicht hingehen. Dann werde ich erst noch mal ein bisschen mit Watras sprechen. Weil ich bin jetzt wirklich langsam so weit, dass ich mich einer Gemeinschaft anschließen sollte. Gut, hier, nimm ein paar Tränke als... Dankeschön. Wegen dieser... Was? Sprich mit Martin. Erst mit der auf, du findest Martin. Wegen der vermissten Leute. Ja?
Ich will dir erzählen, was ich weiß. Die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Elbridge, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Korinis entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elbridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. So. Erzähl mir etwas über... Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft. Darfst du... Aber ich werde dir sagen... Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Irgendwie habe ich das komische Gefühl, gildenlos. Warum kann ich nicht zu Saturas gehen und sagen, helf mir, mich einer Gemeinschaft anzuschließen? Normalerweise schickt Saturas mich zu Laris und Laris fragt dann, wo willst du hin? Und dann sagt er zu mir, je nach Fraktion, hey du! Lass mich mal kurz überlegen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Das habe ich schon gesagt. Warum nicht? Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt... Zeig mir das. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch alles nur Gerede. Gut, der hat nämlich erst besondere Fische. Da ist nämlich ordentlich was versteckt. Die kosten 25. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, drei Dietriche sind da drin. Ein Ring. 50 Gold. Und ein Erzbrocken. Oh, Erzbrocken ist natürlich ordentlich was wert. Geisteskraft.
Flammenschutzring, Feuerring. Der Flammenschutzring, Geisteskraft hat sich ordentlich gelohnt. Ich glaube, die beiden kann ich gut verkaufen. Jetzt will ich aber mit Martin nochmal sprechen. Ich brauche aber noch mehr. Nee, ich weiß, dass der Martin... Ich will mal was gucken. Irgendwo kann es noch nicht sein. Aufnahme bei den Söldnern. Aufnahme bei der Miliz. Die Diebesgilde. Nee, die möchte ich aber gerne beibehalten. Mit dem spreche ich schon immer. Dann zeig mal. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Und? Was noch? Das ist alles. Das reicht noch nicht. Sieht so aus. Vielleicht sollte... Ja, alles gut. Ich weiß ja, wo das lang geht und wie ich da rankomme. Aber ich würde gerne im Kloster aufgenommen werden. Aufnahme bei den Söldnern, Aufnahme bei der Miliz. Nur entscheidet über recht. Meinst du, mir geht es besser? Ich kann es nicht glauben. Das kann sie nicht, gar nichts mehr. Er sollte es über den Mund halten. Warum kann ich nicht? Ich muss dann noch mal kurz mit Vatras sprechen. Vielleicht kann er mir wirklich schon, vielleicht kann er mir helfen. Und er kann mich bestimmt auch heilen. Auch, warum habe ich mich eben nicht von dem heilen lassen? Kannst du adern? Gut, Ring des Wassers, vermisste Leute, etwas spenden, Magie beibringen, erzählen wir über die Götter, heilen, Ende. Als Anwalt, aber ich werde... Das habe ich schon alles gehört. Jetzt will ich noch mal gucken. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich habe nämlich die Statue noch. Erzähl mir, wir unterrichten und wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Erzähl mir von Inus, unser Allmächtiger. Ja, komm, kennen wir schon. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Kurz überlegen, mit Laris kann ich nicht weitermachen. Ist natürlich blöd. Warte mal, ich will mal was gucken. Aufnahme bei den Söldnern. Jetzt muss ich nur noch das Einverständnis von Ona einholen. Aufnahme bei der Miliz, Kräuterpaket. Verbotene Weide, Bosbos Bogen, Banditenüberfälle. Normalerweise, ja komm, ist egal. Ich gucke einfach noch ein bisschen hin und her und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Das war jetzt relativ lang, aber hier, macht's gut, ciao.